Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophäentipp hier in The Search. Dieses Mal die Geister in der Maschine. Die Nebenquest von Alec Norris und Maddie, der Tochter von Alec Norris. Da ist natürlich ganz klar, sobald ihr in der Forschungsabteilung zum ersten Mal seid, seht ihr hier den Doktor, dann natürlich alle Gesprächsoptionen durchklickern. Ebenso natürlich auch wichtig zu sagen, ja, ich werde dir helfen, sie zu finden. Dann wäre Schritt 1 schon mal erledigt, direkt weiter zu Schritt 2. Sobald ihr die Gesprächsoptionen alle durch sind, könnt ihr ja nochmal sicher sein, wie gerade in dem Video zu sehen gewesen, schauen, dass auch wirklich keine Gesprächsoptionen mehr offen sind. Ich weiß zwar nicht wirklich, ob jetzt hier, wenn man Gesprächsoptionen offen lässt, dass die Trophy scheitern lässt. Ihr müsst auf jeden Fall sagen, ihr müsst oder ihr werdet ihm helfen, sie zu finden. Und dann benutzt ihr ja, wie gerade eben auch schon zu sehen, den ersten Shortcut, den ihr freischaltet. Wenn ihr den nicht haben solltet, seht ihr jetzt gerade im Video von geradeaus zu, würdet ihr kommen, wenn ihr den Shortcut noch nicht hättet. Ne, von da hinten würde es sonst herkommen Richtung den ersten Shortcut. Alternativ, wenn ihr den habt, dann benutzt einfach hier diesen Exolift. Ihr könnt natürlich auch den zweiten Shortcut, den ihr freischalten könnt, benutzen. Das würde natürlich klar auch gehen. Ja, den habe ich jetzt einmal mit Absicht hier nicht drin, dass ihr nämlich den kompletten Laufweg seht. Dummerweise habe ich jetzt hier die ganzen Gegner auf dem Weg jetzt hier nicht gekillt. Also sprich, seht ihr jetzt mal alles mir, was hier in den Weg einspringt. Das sind nur ein paar Gegner, wie unter anderem diese Schwenkarmfuzis. Ihr müsst auf jeden Fall dann dahin, wo diese Roboter sind, die zum ersten Mal dann auftauchen mit ihren zwei Leben, also die wieder aufstehen, nachdem ihr sie einmal down habt, weil da seid ihr dann eigentlich schon richtiger. Also von daher gesehen wart ihr da bestimmt eh auch schon mal, dass das ganze Teil dann fertig ist. Natürlich solltet ihr die Quest mehr oder weniger direkt 1 zu 1 direkt nacheinander machen, weil sonst kann es nämlich gut sein, dass sobald ihr den LU-74 Firebug Boss besiegt, Big Sister besiegt, so, also den dritten Boss hier in dem Spiel, dann könnt ihr zwar Maddie immer noch finden, allerdings ist es dann soweit schon getriggert, dass ihr die Questreihe dann schlussendlich bei der beim dritten Teilchen, also das, was jetzt hier im Anschluss direkt danach kommt und im Video übrigens hier die Shortcuts bzw. die Links nochmal drin hier, falls ihr die Teile dementsprechend schon habt, da wird es dann zum zweiten Shortcut gehen, wie gerade eben kurz gezeigt, mit dem einen Feuerfuzzi, der gerade sein Schild gekriegt hat. Genau, müsstet ihr das ganze Ding im neuen Spiel nochmal komplett wiederholen, weil Big Sister ist da irgendwie dann so ein Trigger da drin, der die Questline dann indirekt scheitern lässt. Dumm natürlich nur, ihr könnt es nirgends nachgucken, ob die gescheitert ist oder nicht. Ihr werdet es dann einfach nur feststellen, dass zum Beispiel das Bein holen, ne, von wem ich jetzt gerade rede, was ja Teil 3 wäre, nicht mehr funktioniert, weil das Bein einfach ums Verrecken nicht droppt. Zum Beispiel, zumindest halt bei mir nicht. Ne? Ihr könnt mir gerne auch mal was anderes mal reinschreiben in die Kommentare, wenn es bei euch anders sein sollte oder gewesen ist. Weil ich habe das ungefähr an 40 Robotern ausprobiert und nie ist dieses dämliche Bein gedroppt. Und jetzt hier werdet ihr ja gleich in Teil 3 dann sehen, nachdem wir die Maddie gefunden haben, wäre es nämlich dann so, dass die Maddie leicht beschädigt ist. Die braucht ein neues Bein. Und ja, da ist dann gleich First Try. Der Roboter, den ich da platt gemacht habe, hat das Bein gedroppt. Und ja, von daher denke ich mal, dass Big Sister bei mir hier der Kill-Fail war für die Questline. So, hier hoch würde es theoretisch weitergehen zum nächsten Shortcut. Aber da hoch gehen wir jetzt nicht, sondern einfach hier über diese Brüstung drüber. Und dann hier direkt links reinschampen, wie ihr seht, da ist immer so ein Feuerhansel drin. Na, von der Seite übrigens, by the way, jetzt nicht. Ihr müsst zwangsläufig reinschampen. Geht übrigens mit L3, das habe ich relativ sehr spät rausgefunden in dem Spiel hier, wie man hier jumpt. Weil wenn man das hier sieht, probiert es nämlich gerade auf andere Möglichkeiten. Geht zwar auch hier so halbwegs rein zu Straven, aber mit L3 geht es wesentlich einfacher, weil dann jumpt ihr einfach rein und dann ist gut. So, die Gegner am besten hier platt machen, weil hier gibt es nämlich noch ein bisschen Loot hier zum Einsammeln, was in dem Fall auch nicht gar mal so verkehrt ist, aus Recht im neuen Spiel nicht. New Game Plus wahrscheinlich eher uninteressant, weil ihr diese ganzen Dinger ja schon überall habt. So, es haben natürlich, wie man das jetzt hier sieht, leicht, leichtes Problem gehabt, dass ich die ganze scheiß Drohne hier getriggert hatte und ich somit hier Mods das Problem hatte, den Gegner zu besiegen wegen dem dauerhaften Schild etc. Naja, wie gesagt, der Teil ist so ein bisschen verkorkster, die anderen gehen ein bisschen schneller. Dafür, aber ist halt in dem Spiel, wo die jetzt extra nicht nochmal zusätzlich New Game Plus Plus Run starten für die Questline hier. Ich denke mal, das geht auch ganz gut so, dauert halt nur ein kleines Momentchen länger, wie eventuell das sonst von mir gewohnt, seitens Dark Souls zum Beispiel. So, genau das meinte ich, ne, Vitalinjektion könnt ihr in dem Fall einsammeln und oder auch nicht. Auf jeden Fall müsst ihr dann schlussendlich den einzigen Weg hier folgen, der hier noch übrig ist. Den Gegner hier am besten definitiv platt machen, weil der geht euch sonst tierisch auf den Sack, wenn ihr mit der Maddie labern wollt. Also haut den hier am besten um und dann müsst ihr hier in diese Tür da rein und genau hier drin ist dann die Maddie hier am Boden.
Hier natürlich glasklar, sicherheitshalber auch alle Gesprächsoptionen durchlabern. Ich lasse jetzt mal auch ganz normal alle drin. Und zum Schluss extra mal nochmal anreden, ob auch wirklich keine Gesprächsoptionen mehr da sind. Weil so, sage ich jetzt mal, seid ihr definitiv auf der sicheren Seite, dass die Questline nicht scheitert an irgendwelchen dämlichen Gesprächsoptionen, die eventuell optional waren oder den Anschein hatten. So, genau. Also deswegen laufe ich das kurz alles mal durch und dann melde ich mich gleich wieder. Papa hat mich geschickt. Er macht sich ziemliche Sorgen. Warum hast du dich nicht bei ihm gemeldet? Weil dann hätte er mich doch gefunden. Weißt du nicht, wie man Verstecken spielt? Ist er böse auf mich? Es tut mir leid. Ich rufe ihn an, damit er kommt und mich holt. Alles okay? Was ist mit deinem Bein passiert? Papa und ich haben mit den anderen Verstecken gespielt. Sie waren unfair. Sie haben mich gehauen, als sie uns gefunden haben. Aber ich habe zurückgehauen. Dann sind sie weggerannt. Ich war nicht schnell genug, um sie zu fangen. Sie haben nicht fair gespielt. Ich mag sie nicht. Ich muss jetzt gehen. Sei ein braves Mädchen und bleib hier, damit dein Papa dich findet, okay? Okay. So, sobald ihr das habt, geht ihr natürlich zurück. Geht natürlich am schnellsten hier. Wenn ihr euch einfach sterben lässt, dann kommt ihr automatisch ja direkt wieder hier raus im Medibay. Dann labert ihr die Kamerados hier wieder an, Maddie und Alec Norris, um den nächsten Teil zu triggern. Also genau das, was ich davor erwähnt hatte. In dem zweiten Teil, wir sind jetzt hier schon im dritten Teil, wo ihr den Auftrag dann bekommt, das Bein zu finden. Also ist eigentlich nur hier alles durchgelabert, wie man das hier sieht. Ja, lasst jetzt kurz das auch mal dran, dass ihr das Ganze so seht. Was ich hier wo was auswähle. Ja, nämlich ganz wichtig hier dann gleich die Gesprächsoption auszuwählen, dass ihr soweit helfen wollt und das Bein finden wollt. Na, hier ist ganz wichtig, könnte schwierig werden oder ich besorge eins für dich. Das ist relativ dann egal. Ich wollte es jetzt hier extra mal testen mit hier. Es ist ziemlich schwierig. Na, beim ersten Mal, wo ich es dann verkackt hatte wegen der Big Sister, hatte ich nämlich das andere hier gewählt. Aber hat hier anscheinend keinen Trigger, wo das die Quest dann automatisch scheitert. Also da ist es erstmal noch egal, aber sicherheitshalber würde ich trotzdem mal sagen hier, dass ihr das auswählt mit von wegen, ja, ich helfe ihr und so weiter, ich werde es beiden besorgen. Aber nach mir hier ging es auch so, wo ich das andere ausgewählt hatte. Wichtig ist in dem Fall wahrscheinlich echt nur der allererste Trigger hier generell im Spiel mit von wegen, ja, ich werde Maddie helfen oder finden, wie auch immer. So, nachdem ihr das alles durch habt, nochmal sicherheitshalber nochmal anlabern, ob nicht hier wirklich noch was anderes kommt. Wenn es dementsprechend hier nichts groß ist, dann könnt ihr natürlich direkt weiter das Bein besorgen. Ich sollte gehen. Passt auf euch auf. Du auch. So, das Bein ist relativ ganz einfach. Ihr seht jetzt schon hier rechts die Rohre wieder die Richtung Medibay Fertigungskomplex B gehen. Da hinten ist dieser Shortcut zur Medibay Fertigungskomplex B und direkt hier geradeaus zu, also wenn ihr den Shortcut habt, ne, kommt ihr instant zu so einem dämlichen Roboter. Da visiert ihr definitiv das hintere Bein an und benutzt am besten auch nur vertikale Schläge. Also sprich R2 Schläge, nicht R1, weil das könnte eventuell auch bei mir der Auslöser gewesen sein, wegen was ich das Ding verkackt hatte. Ja, also zum Abbrennen definitiv hier R2 Schläge ist auf jeden Fall besser und dann solltet ihr schlussendlich die Beute hier droppen, robotisches Bein. Kann wie gesagt ein bisschen random sein, also vielleicht eventuell das Ganze 2-3 Mal, aber die Medibay ist eigentlich direkt hier gleich ums Eck. So, sobald ihr das wieder habt, ratet mal richtig, müsst ihr wieder zurück zur Forschungsabteilung in die Medibay rein und dann natürlich hier den wieder labern und sagen, ja hier, guck mal, ich habe dein Bein gefunden, ne? Alles wieder Judy Tudi und so weiter. Jo. Dann macht das, geht wieder zurück zur Forschungsabteilung, sagt, ihr habt das Bein und klickt wieder auch alle Gesprächsoptionen durch. So, sobald es auch noch fertig ist, treffen wir uns jetzt hier wieder in Nucleus. Das ist relativ, ja gut, was heißt relativ, das ist am Ende des Spiels. Hier Medibay, sobald ihr das erste Mal in die Medibay reingeht, ist ja dieser Cargo-Frachter, den ihr in Ebene 1, 2, 3 hochschicken könnt. Findet ihr wieder Alec Norris, der hier so an der Wand dran steht und dann rumheult mit von wegen, ja, Maddie ist schon wieder weg, etc. Rate mal, was ihr dann hier dann schlussendlich sagen müsst. Richtig, ihr werdet sie nochmal suchen. Ja, und dann hier schlussendlich, genau da hier,
Ich kann versuchen, sie zu finden. Habe ich in meinem Fall ausgewählt. Ob es jetzt da in dem Fall der andere Trigger wäre, wenn man das andere auswählen würde, weiß ich nicht. Deswegen nimmt sicherheitshalber genau das, dass ihr sie versucht, sie zu finden. Und dann als nächsten Schritt nochmal die ganzen Optionen wieder durchballern, bis hier nichts mehr übrig ist. Sicherheitshalber nochmal anlabern, ob auch wirklich nichts mehr übrig ist. Soweit das natürlich getan ist, geht es ab zum nächsten Schritt. Wäre auch wieder hier ein Nucleus, allerdings diesmal Ebene 2, wie man das hier sieht. Na, also eine Etage höher wie Start. Da direkt einmal rundum rum und runter plumpsen lassen, wie man das gerade so schön gesehen hat. Weil genau hier ist die Maddie, die in dem Fall auch nur kurz anreden müsst, dass das ganze Ding weiter triggert. Und dann danach kommt nochmal ein Teil und dann nochmal ein Teil und dann habt ihr die Trophy, aber das seht ihr ja gleich. Sobald ihr hier die Maddie durchgelabert habt, verpinkelt die sich wieder, weil sie will ja Verstecken spielen. So, mit dem Wort Scheiße hört sie in dem Fall auch auf, wenn ihr es auf Englisch spielt, mit Fuck. So, dann Ebene 3, Nucleus, schlussendlich direkt da oben wieder Medibay, ne? Hier eins runter auf diesen Cargo-Frachter-Dingens, hier das rote Teil halt. Dann direkt hier runter, gerade aus Suva ja hier der Trigger auf Ebene 2, jetzt sind wir hier aber Ebene 3, da hinten seht ihr die ja, ne? Da ist die gute Medi. So, bewegt sich nicht mehr allzu viel, deswegen müssen wir da kurz einmal gucken, was mit ihr ist. Der einzige Weg, den ihr laufen könnt, ist in dem Fall hier. Klar könnt ihr auch runterspringen zu Ebene 2, 1 etc. Das machen wir aber nicht, weil wir wollen ja zur Maddie hin. Na, wir haben ja den Auftrag immer noch, die zu finden. So, deswegen machen wir das auch. Da kommt so wieder so ein Kristallis-Hansel, den ihr am besten auch platt machen solltet, weil das kann nämlich durchaus sein, zumindest aus bei Version 1.02 noch so. 1.03 habe ich nicht getestet, ist ja derzeit das aktuelle noch. Dass der mir hinterher geklitscht ist, wo ich nämlich direkt hier runtergefallen bin. Na, kam der mir die ganze Zeit hinterher und dachte ich erstmal, what the fuck. Ja, auf jeden Fall killt den am besten, dass ihr hier zu dem Stickstoffpumpwerk kommt und dann direkt hier nochmal eins runter, wo der Vital Boost gehen. Da geht es aber erstmal nicht hin, weil ihr wollt ja erstmal die Trophy haben. Aber halt im Nachhinein könnt ihr dann schlussendlich da nochmal zurück und den Vital Boost Version 5 natürlich gerne mal einsacken. So, hier drin die Gegner. Na, wie ihr seht, sind auch ein bisschen nervig. So eine dämliche Drohne und wieder so ein Kristallis-Hansel. Die am besten auch wieder umballern, weil sonst könnte es dann durchaus sein, wenn ihr hier die, ja, Vorsicht, Spoiler-Kette und sowas einsammelt von Maddie, dann ist hier, ja, kann es gut sein, dass ihr euch ja den Nacken schießt, wie auch immer, und hier das Aufheben nicht so ganz klappt und der, ja, euch dann umnietet. So, auf jeden Fall, wenn die down sind, hier wieder rein in den nächsten Exolift, weiter nach oben. So, hier oben angekommen, den einzigen Weg folgen, den es hier gibt. Dann einmal hier raus und direkt hier raus haben wir es jetzt auch gleich schon geradeaus zu einmal Loot. Wie man es jetzt rechts unten sieht, hier den medizinischen Injektor Version 5 auch nicht verkehrt und zack, hier die Halskette. So, mit der Halskette, richtig erraten, nochmal einmal zurück zu Medibay, geht natürlich am schnellsten. Klar, ihr springt dann hier rechts von Medi einfach runter in den Tod, wenn euch das Altmetall egal ist, springt da runter und dann hier. Der wichtigste Schritt oder die wichtigste Auswahloption auch hier wieder sagt ihm definitiv, dass sie tot ist. Nicht die andere Gesprächsoption nehmen, sondern immer nur auswählen, Maddie ist tot. Alles andere, die andere Option scheitert die Questline. Deswegen Maddie ist tot auswählen, ihm die Wahrheit sagen und dann, sobald ihr das Gelaber vorbei habt, ploppt eure Trophy auf. Ich habe schon wieder versagt. Ich habe es versucht. Wirklich versucht. Ich dachte, ich könnte es wieder gut machen. Aber am Ende war alles meine Schuld. So, das war's. Vital Boost Version 5 noch inklusive. Haut rein, wünsch was. Servus. Ciao.